Leute und herzlich willkommen ganz spontan zu einer Aufnahme. Und zwar habe ich einen riesen Fisch dran. Ich habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn tatsächlich schon gesehen. Und zwar bis er direkt. Bis er direkt an, als ich den Köder aus dem Wasser heben wollte. Es ist ein Kowalski. Sollten wir ihn rauskriegen, kann ich euch jetzt schon sagen. Es ist ein Kowalski und zwar ein Riesenteil. Ein wirklich Riesenteil. Also ich habe ihn kurz gesehen, bevor ich ihn ziehen konnte. Aber ihr seht schon an den Ausschlägen her. Ich habe echt massive Zweifel dran, dass wir den rausbekommen. Guckt euch allein das Verhalten an. Ich könnte mir vorstellen, dass er uns die Spule leer zieht. Ich glaube nicht, dass wir den rausbekommen. Aber wirklich ein riesen Teil. Also wie so ein U-Boot kam das Ding angeschwommen. Wollte erst gar nicht an den Köder ran. Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich die Aufnahmesoftware gestartet habe. Wahnsinns Teil, könnt ihr euch nicht vorstellen. Riesen Teil. Also wenn wir den rausbekommen, das ist definitiv ein Trophy. Ein Monstervieh. Aber ihr seht, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann nichts machen. Ich kann ihn nur ziehen lassen. Er hat jetzt schon die Hälfte der Schnur ab. Warte, ihr macht euch kein Bild. Der biss erst an, dann ließ seinen Köder wieder los. Ließ den da liegen. Dann habe ich nochmal ein Stück eingeholt. Plötzlich kam der Fisch hinterher. Der Köder lag am Grund. Und er ist nicht rangegangen. Der Fisch stand daneben. Man hat den Köder nicht aufgenommen, komischerweise. Dann habe ich den Köder noch ein bisschen reingezogen, aber nur wirklich minimal reingezogen. Und dann hat er ihn genommen und ging direkt ab. Hat natürlich jetzt ein bisschen gedauert, bis ich die Aufnahme starten konnte. Aber Alto Belli, ey. Ein Riesenschiff an Fisch. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir ihn rausbekommen, ohne Witz. Das war wirklich ein Riesenteil. Ihr seht ja, was der an Terz macht. Unfassbar. Ich bin ja schon ganz glücklich, dass er in die Richtung geschwommen ist und nicht in die andere. Weil in die andere Richtung hätten wir definitiv deutlich mehr Schnur gebraucht. Hier dürften wir mit unserer Schnur noch ganz gut hinkommen. Alter, seht mal, was der an Ausschlägen macht. Aber wirklich ohne Witz, ein Riesenteil. Leider konnte ich die Aufnahme nicht früher starten. Ich hatte OBS nicht offen. Normalerweise habe ich OBS immer nebenbei offen, falls tatsächlich mal ein Monsterbiss kommt, dass ich direkt starten kann. Aber das war in diesem Fall leider nicht möglich. Richtig krasses Tier, ohne Witz. Ich habe noch zwei Grundrouten draußen. Ich wollte eigentlich an dem Turnier teilnehmen. Auf Quappen, aber das wird wohl nichts. Ich musste zwischenzeitlich auch mal im Twitch beenden, damit das nicht mit auf die Aufnahme kommt. Aber ich habe, glaube ich, was habe ich denn für ein Vorfach dran? Ich habe da irgendein Fluorcarbon-Vorfach dran. Hier nur ein 11-6er, ne? Oh, ey. Der macht solche Ausschläge. Ich habe Angst, dass er ausschlitzt. Was haben wir denn an Schnur drauf? 207 Meter, das dürfte relativ gut passen, das sollte reichen. Ein bisschen Dampf, dass wir ihn wieder kriegen hier. Ich hoffe, dass wir den jetzt hier ausgedrillt bekommen. Das könnte ein bisschen dauern, wenn er nicht ausschlitzt. Was ist das denn für ein Verhalten, ey? Das ist so krass. Alter, ich hab so eine Angst, dass der ausschlitzt. D
Der Fisch gibt richtig Silber. Aber gut, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich bin mal ganz gespannt, was dabei rumkommt. Wie ihr in meiner Stimme noch hört, ich bin total erkältet. Mir geht's richtig beschissen. Ich kann aber nicht mehr schlafen, habe keinen Bock mehr auf Fernsehen. Da habe ich mir gedacht, dann angelst du halt ein bisschen. Hab auch noch keinen Fisch gefangen, wie ihr recht seht. Das ist der erste Fisch, den ich fange, ohne Witz. Und also wie die Story ist zu geil. Hätte ich das mal aufs Video bekommen, ey. Richtig nice. Geile Nummer, ey. Richtig geile Nummer. So, was ist denn jetzt los, ey? Ja, er steht. Irgendwo wird er da hinten am Rand stehen jetzt. Und kommt nicht weiter. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir den zu Ende gedrillt bekommen. Dass er irgendwann mal die Power verliert. Er wird jetzt hin und her schwimmen. Und wir halten einfach nur dagegen. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert. Es wird wahrscheinlich eine Ewigkeit dauern. Weil das war wirklich ein Riesenteil. Wahnsinn. Habe ich so noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, mein größter Kowalski war bisher irgendwie was mit 14 Kilo oder so. Da ist er weit drüber. Also da müssen wir nicht lang drüber reden. Da ist er weit drüber, aber richtig weit drüber. Leider haben wir auch nur das 11 Kilo Vorfach drauf. Ne? Wird wahrscheinlich auch mit der Grund sein, warum der gebissen hat. Beim 17er sind die aber eher vorsichtig. Ist auch schwieriger, diese Fische zu fangen. Mal gucken. Mal gucken. Ich hoffe, dass wir ihn rausgedrillt bekommen. Er kommt jetzt zumindest ein bisschen auf uns zugeschwommen. Ihr seht, der ist irgendwo hinten am Steg, ist der aktuell. Und da powert er sich gerade aus. Ich bin ganz glücklich, dass es so ist. Weil wenn er hier, lass mich überlegen, das ist ja Norden, wenn er hier Richtung Westen geschwommen wäre, hätten wir ein richtiges Problem bekommen. Dann wäre es mit der Schnur auch eng geworden. Mann, oh Mann, ey. Krass, krass. Ach, heute ab 18 Uhr. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann ich das Video heute hochgeladen kriege, falls wir den Fisch rausbekommen. Heute ab 18 Uhr Livestream R4. Es wird einen neuen See geben und es werden neue Fische vorgestellt. Ich bin da echt mal gespannt. Ich tippe aber, dass der See mit Sicherheit irgendwie ab Level 28 oder 29, 30 irgendwo in dem Bereich ist, sodass wir da noch nicht ran können. Da bin ich echt mal gespannt. Da muss es ja echte Kaliber geben, weil man hatte ja beim letzten Mal das Equipment schon so angepasst, dass wirklich, ich weiß gar nicht, 90 Kilo Schnur oder so mit drauf gekommen ist. Das war schon ganz heftig. Also ich tippe auch drauf, dass da jetzt richtig was kommt. Also ich tippe mal eher Richtung Level 30. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da drunter der neue See kommt. Wir warten mal ab. Ich gucke mir den Stream nachher natürlich an. Und werde dann mal gegebenenfalls morgen oder so berichten. Das Video werde ich direkt hier nach dem Fang hochladen, rendern und hochladen. Das wird ein bisschen dauern, weil das Video wird ja etwas länger. Mit unseren 15 bis 20 Minuten kommen wir nicht hin. Deswegen sind die Videos auch relativ kurz. Also wie 15 bis 20 Minuten ist so ein Bereich, da kriegt man das Video noch relativ schnell bearbeitet und so weiter. Geht das darüber hinaus, wenn du ein 30-Minuten-Video hast, das dauert Ewigkeiten, bis das gerendert ist. Das Verarbeiten und so weiter, das dauert Ewigkeiten. Deswegen ist so ein 15-Minuten-, 20-Minuten-Video ist eigentlich genau die richtige Länge, um es euch zu präsentieren. Vor allem ist es auch ein Video, was geguckt wird. Ne? Man kann so sagen, nach 4-5 Minuten schalten die meisten Zuhörer, Zuschauer ab, beziehungsweise switchen direkt zum Ende durch, gerade hier bei Russian Fishing 4. Ich glaube nicht, dass die viele diesen Punkt hier sehen werden, den ich euch gerade jetzt, wo wir reden, da werden die meisten schon abgeschalten haben oder haben bis zum Ende vorgespult. Das gucken sich viele gar nicht erst an. Ne, das muss vielen im Klaren sein. Deswegen ist es sinnvoller, kurze Videos zu machen, weil dann werden die auch geschaut und man guckt die Videos zum Ende. Eigentlich hatte ich vor, heute vor, noch einen Stream zu machen, aber das wird wohl nichts. Ich bin total durch. Das werden wir heute nicht hinbekommen. Ich bin glücklich, wenn ich dann nachher
wieder schlafen kann. Ich bin total krank, also mich hat es richtig erwischt. Letzte Woche die Nordsee, das Wetter hat mich so ein bisschen geschafft. So, was ist los hier? Jetzt schwächelt er ein bisschen. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen müde. Boah, jetzt ist die Luft mal kurz raus. Er wird wahrscheinlich gleich nochmal ziehen. Wäre sehr untypisch, wenn er sich jetzt ergibt. Aber mal eben schlappe 100 Meter zum Einkurbeln. Ihr seht, bei welcher Geschwindigkeit wir gerade einkurbeln, weil wir keine Power mehr haben. Das wird Ewigkeiten dauern, bis wir den hier haben. So, jetzt kommt er nochmal ein bisschen auf uns zugeschwommen. So monströs wie der Fisch war, kann ich die Bremse auch nicht zumachen. Das geht nicht. Die haut er mir direkt durch. Das wird gleich ein echtes Problem sein, den Fisch aus dem Wasser zu bekommen. Ich hoffe, er ist gleich richtig durch. Dann dürfte das funktionieren. Ihr seht ja hier allein schon, wenn er so Ausschläge macht, selbst die gehen schon fast in den roten Bereich. Ne? Seht ihr? Zack. Also das ist schon extrem gefährlich. Das geht richtig auf Equipment. Also meine Schnur ist mit Sicherheit gleich durch. Ich werde mit Sicherheit gleich los müssen, eine neue Schnur zu kaufen, weil die ist definitiv durch. Wir haben jetzt schon 23,5% Verschleiß, 16 Kilo Bremskraft haben wir. Das heißt, bei 30% müssen wir auf jeden Fall, sollten wir auf jeden Fall wechseln, weil wir nämlich zu diesem Zeitpunkt die Bremse nicht mehr voll ausschöpfen können. Und dann wird es ärgerlich. Können wir aktuell sowieso nicht, weil wir halt ein 11 Kilo Fluorcarbon-Vorfach haben. Aber das wird nachher echt sehr risky. So, das wird jetzt gleich ein echtes Problem werden, den Fisch hier zu landen. Ich hoffe, wir bleiben unter einer Stunde Aufnahme. Aber ich freue mich, den Fisch, wenn wir den rauskriegen. Ich freue mich jetzt schon, weil das ist definitiv der größte Kowalski, den ich bisher gesehen habe. Wirklich, ihr könnt es nicht vorstellen, wirklich ein Riesenteil, ohne Witz, ein Riesenvieh. Ich bin echt gespannt, ey, ohne Witz. Ich weiß nicht, ab wann die Trophy werden, aber da kommt ein richtiges Kaliber gleich rum. Es ist unfassbar. Oder ich habe mich getäuscht, aber das kann ich mir nicht vorstellen, das war wirklich Wahnsinn. Ich wusste gleich, als er den Köder aufnahm, der geht jetzt erstmal richtig ab. Und ich hatte ihn eigentlich auf der anderen Seite der Insel. Also ich hatte den Richtung Westen, hatte angebissen. Und es hatte mich jetzt echt gewundert, dass der Richtung Norden weggeschwommen ist. Also wirklich sehr, sehr untypisch. Beziehungsweise extrem viel Glück gehabt wahrscheinlich. Aber eigentlich mit 214 Metern kann uns hier an dem See, von der Insel zumindest, kann uns hier nichts passieren. Also der kann bis zum Ende des Sees schwimmen. Und es brennt eigentlich nichts an. Kann sich da in Ruhe auspowern. Und dann können wir ihn in aller Seelenruhe eigentlich landen. Wobei der hier wirklich noch richtig am Powern ist. Wir haben schon ein bisschen Schnur reinbekommen. Seht ihr ja, wir sind wieder bei der Hälfte fast. Aber es wird noch richtig dauern. Also es wird noch richtig dauern jetzt. Aber ihr könnt schon hypen, das wird ein richtiges Kaliber. Richtig geil, richtig nice. Ich freue mich. Ich war erst überlegen, ob ich zum 18er wechsle. Ich wollte mir nochmal den Goldschlein annehmen. Wäre ein bisschen entspannteres Angeln geworden, aber was willst du machen? Aber geil, die Grundruten haben noch keinen Ton von sich gegeben, ey. Noch keinen Ton. Die sind jetzt hier seit einer Stunde. Warte, wir haben 14 Minuten jetzt. 20 Minuten geht bestimmt der Drill jetzt schon. Also ein Drittel vom Tag. Also 8 Stunden liegen die bestimmt schon im Wasser und es hat noch nicht mal einen Biss gegeben. Hat es einen Fallbiss gegeben? Ne, die sind noch straff. Da hat sich nichts getan. So, wir pumpen den jetzt mal so langsam in unsere Richtung. Ihr seht, so langsam und wirklich ganz langsam füllt sich der Balken wieder. Wir scheinen ihn zu Ende gepumpt zu haben. Ich hoffe, meine Internetleitung hält, weil die ist heute echt ein bisschen schmal. Tja. Ich bin mal echt gespannt, wie groß er ist. Also das ist wirklich, das wird jetzt eine riesen Überraschung. Aber gleich ist er schon wieder hell, wenn wir den rausziehen.
aber ich hoffe, dass wir ihn rausbekommen. Weil dann ist die neue Schnur, die wir brauchen, ist dann nämlich auch schon mal bezahlt. Ich bin mal gespannt, was der hier an XP gibt, ne? XP-technisch. Wir brauchen noch 1 Million, dann haben wir Level 27. Ja, wenn der 100.000 gibt, dann bin ich ja schon ganz glücklich. So, wir kriegen ihn so langsam gepumpt. Aber ihr seht, die Ausschläge gehen jedes Mal wieder voll in die Bremse rein. Und dafür finde ich den Drill noch ganz entspannt, muss ich sagen. Also ohne Witz, also das für 16 Minuten mit Vorlauf, 20 Minuten Drillzeit, das ist noch ganz entspannt, bis wir den jetzt gleich drin haben. Ist gerade mal eine halbe Stunde rum wahrscheinlich. Das ist echt überschaubar. Mann, ey, ich habe immer so Schiss, dass der ausschlitzt, ne? Obwohl, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit mit Sicherheit wirklich sehr, sehr gering. Aber ist immer noch gegeben, ne? Wenn er mal einen richtigen Schlag macht, kann er auch mal schnell das Fluorocarbon-Vorfach zum Reißen bringen. Das soll man nicht unterschätzen. So, ich gebe auch nicht viel Power. Ich kurbel einfach ganz normal ein. Ohne hier die Shift-Taste oder so zu drücken. Ich lasse ganz normal einkurbeln. Aber wir haben schon gut was geschafft. Also wir sind ja jetzt gleich schon mal 60% oder so haben wir mit Sicherheit schon drin. Gehen schon eher auf die 70 zu. Ist schon ganz gut. Aber ja, muss schon ganz schön pumpen hier. Das wird die Rolle mit Sicherheit auch ein bisschen Zustand gekostet haben. Müssen wir mal schauen, was wir dann anschließend machen. Aber sonst keine großen Fische im Chat, ne? Hier mal so 5 Kilo Quappe, okay, das ist ja schon mal nicht hier so schlecht. Aber dann kleine Quappen. Oh, Wochenrekord Grasfrosch, 200 Gramm nur. 200 Gramm aktuell Wochenrekord. Wollen wir nachher nochmal an den Waldsee und den Wochenrekord uns krallen? Können wir mal angreifen, wa? Ich glaube, 209 war mein größter bisher. Und da habe ich, glaube ich, sogar zwei hintereinander gefangen. So, komm. Oh, wir sind gut im Geschäft gerade. So, 70% sollen wir schon haben. Gleich 75. Ich sag mal so, ab 90% ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir den Fisch auch mal sehen. Das Krasseste war wirklich, als er angebissen hat. Hat angebissen, zieht kurz an der Schnur, lässt den Köder komplett wieder fallen. Ich konnte den Köder sehen und den Fisch. Also unfassbar. Der Köder lag am Grund, der Fisch steht daneben. Ich ziehe noch ein bisschen ran und plötzlich beißt er und geht richtig ab. Ich höre nur noch die Bremse surren und versuche irgendwie die Aufnahme zu starten. War schon ein bisschen tricky. Hat aber funktioniert. Bin ich ganz positiv gestimmt. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das klappt. Ich hatte schon Angst, dass der Fisch dann direkt ausschlitzt. Aber es hat geklappt. Oh. Wer will noch mal? Oder auch nicht. Wenn der Fisch natürlich jetzt richtig auf ist und liegt am Grund, müssen wir den natürlich jetzt aus dem Loch rausziehen. Das dürfte nochmal wieder ein Problem geben, obwohl wir in einem ganz guten Winkel stehen. Müsste eigentlich ganz gut klappen. So. Sollte es gleich auch hell werden. Leider haben wir leichten Regen. Das stört mich ein bisschen gerade. Leichter Regen. Das ist gerade ein bisschen echt nicht so geil. Weil, wenn es richtig schön sonnig ist hier, kann man relativ weit und tief gucken. Dann müssen wir ihn relativ früh sehen. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten.
So, dafür sehen wir jetzt hier oben die Sendemasten. Können wir uns hier den Himmel ein bisschen anschauen. Das Scheißwetter. Hier ein paar schöne Seeforellen im Chat. Kaulbarsch. Habe ich hier schon mal einen Kaulbarsch gefangen? Weiß ich gar nicht. So, ich bin echt gespannt. Weil ich denke, die wird auf jeden Fall die 14 Kilo knacken, die wir zuvor mal gefangen haben. Ich weiß gar nicht mehr, ab wann die Trophy sind, ey. Ich wusste das mal. Ihr müsst euch vorstellen, so geil das Bild. Man guckt ins Wasser rein, guckt auf seinen Köder und daneben ein Riesenfisch. Aber wirklich ein Riesenfisch daneben und wartet nur, dass du ein wenig an der Schnur zupfst, damit er zubeißen kann. Ich wollte da auch nicht warten. Das wäre vielleicht in Ruhe gegangen. Habe ihn dann beißen lassen und dann zog er ab. Richtig geiles Teil. So, was ist da los jetzt? So. Wir haben nicht mehr viel Schnur im Wasser. Na gut, wir können den Fisch auch nicht sehen. Kann aber nicht mehr lange dauern. Dann werden wir das Riesentier sehen können. So, komm schon. Viel haben wir nicht mehr. Und so langsam müsste man den Fisch auch mal sehen. Das ist der Nachteil bei diesem Wetter. Aber da kommt der Schatten schon geschwommen. Da sehen wir schon in den Schatten vom Fisch. Dort ist das Kalb. Wahnsinn. Sieht jetzt gar nicht so groß aus. Also voll, dass er quer zum Köder stand, war der größer. Oder wirkte der zumindest größer. Aber. Ah, jetzt kann man es so ein bisschen sehen, ne? Der hat doch schon eine ganz andere Form, also würde mich jetzt wundern, wenn das kein Trophy ist. Wahnsinn, guckt euch das an. Wahnsinn, Leute, guckt euch den Fisch an. So, mal gucken, ob wir hier an den. Nein, das kann doch nicht wahr sein! 14,5 Kilo, Leute. Ey, das kann nicht wahr sein. Oh, immer noch kein Trophy. Wahnsinnstier, kein Trophy, ey. Granate, aber Topfisch. Wir haben super Fisch aus Video bekommen, Leute. Hervorragend. Finde ich total geil. Ich muss gleich nochmal recherchieren, wo die Trophys liegen. Aber der ist schon mal cool. Der ist richtig cool. Toller Drill. Hat natürlich jetzt ein bisschen gedauert. Ich sage ja 30 Minuten. 65.000 EP. Nehmen wir mit. Mache ich gleich ein Bild von. Video stelle ich gleich online. Hervorragend. Besten Dank fürs Zusehen, Leute. Hier nochmal das dritte Video am Sonntag. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Viel Spaß und noch einen schönen Abend zusammen. Denkt an den Stream heute Abend von Russian Fishing. Dort wird euch ein neuer See gezeigt. Wir sehen uns dann morgen, nein, übermorgen wahrscheinlich eher, in der nächsten Folge zu Russian Fishing 4 hier mit Keule. Bis denn, Leute. Ciao.